Schönen guten Morgen, liebe Camper. Heute haben wir wieder richtig volle Bude hier. Aber im Augenblick sind wir natürlich auch. Guck mal, wie das hier aussieht. Das ist, weiß jeder, dass das nicht mein. Aber übernächste Woche sind wir in dem neuen Betrieb schon mit drin. Und was ich dann auch mal sagen will, dann ist hier eine Woche, fast zwei Wochen nur Not-E-Mails, weil hier ist alles, wir machen den ganzen Betrieb für zwei Wochen zu. Hier wird vorne, wird alles neu gemacht. Vorne der Kundenwartebereich, alles klimatisiert, neue Möbel. Wir haben hier ein Vermögen reingestellt, ein Vermögen. Also wie gesagt, vorne wird alles neu gemacht, alle Böden neu, alles wird neu gemacht. Dann sind wir zwei Wochen, wir sind erreichbar, aber wie gesagt, ist alles ein bisschen Not. So, der kriegt hier richtig viel, aber hier, wieder Kastenwagen, wieder volles Programm der Kastenwagen. Das ist ja unglaublich, was die Kastenwagen mittlerweile reinkriegen. Draußen steht schon der nächste Kastenwagen. Das ist schon heftig, was die reinkriegen. Pass auf, ich möchte mal, weil ich ja immer so viele Fragen kriege, ich möchte mal was zu der Standheizung sagen. Der Kastenwagen kriegt gleich eine rein. Da fragen mich viele, was für eine Heizung, das und dies und jenes. Ja, ich zeige euch das mal. Das ist, diese Dieselheizung machen wir zu 90% Luft. Warum? In dem Kastenwagen würde eine Wasserheizung nichts bringen. Viele Autos nicht. Es würde nur was bringen, wenn man eine Aldeheizung hat. Aber auch da nehme ich und wollen auch die Kunden mehr das Luftsystem. Warum? Du hast viele, viele Vorteile. Der Stromverbrauch ist wesentlich geringer. Das nächste ist, die ist leiser, die Heizung. Und das Wohnmobil ist sofort warm, weil er kein Wasser aufheizen muss. Ich habe bei mir auch eine Luftheizung reingemacht. Ich zeige euch mal, hier ist der Kabelbaum und wieder. In dem Fiat Ducato Kastenwagen zu 95%, ja, kommt die Heizung immer vorne Beifahrer unterm Sitz. Ja, es geht beim Kastenwagen nicht unterm Auto mit viel, viel Aufwand. Warum? Schau mal, der kleine Hering hier, ne? Man hat eine Wahnsinnsautarkie. Die zwei Gasflaschen, das ist ja so weg. Wenn du den Tank voll machst, fährst in Winterurlaub oder wie man, wenn man so mit so einem Reisemobil, wo man überall unterwegs, Weihnachtsmärkte und wenn man unterwegs ist, dann kann die immer laufen. Die stellst du ein. So, guck mal hier. Gut, die kleine Haube liegt hier irgendwo drin. Und sag, eine hast du eine kaputte, du weißt ja, wie die immer sind dabei. So, machst du hier. Das ist die Ebersbecher Airtronic D2. Dieser kleine Hering hat 2,2 kW. Die braucht in einer Stunde 0,25 Milliliter Diesel. Ja, die ist sehr, sehr genügsam. Ich sag mal, wenn du so einen Tank ran voll hast, ja, und du fährst im Winterurlaub, ich habe das ja schon alle durch, da kannst du drei Wochen, vier Wochen kannst du damit heizen. Die sind sehr genügwarm, hast du mollig warm, wie gesagt, 2,2 kW. Das ist schon eine Liga. Ne? So, gibt es auch andere Displays, du kannst jetzt, ich habe das ja mal hier auf der Werkbank, habe ich ja eine, zum Test, du kannst hier den Easy Start Select nehmen, du kannst den Drehregler nehmen. Das ist relativ neu, aber das ist auch nicht gerade günstig, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Ich baue es jetzt in meinem Auto ein, die App. Zeig mal, ich habe sie, glaube ich, auch auf dem Handy drauf. Ich kann mich jetzt sogar mit der Heizung, die ich auf der Werkbank habe, brauche ich meine Brille hier. Ohne Brille bin ich ein Blindfisch, egal. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel die App. Jetzt gehe ich mal hier drauf. So, jetzt sagt er, ich will jetzt was eingeben. Aktiviert. So, jetzt sagen wir ändern. So, jetzt möchte ich natürlich, gehe ich mal hier drauf. So, ich möchte von Montags bis Freitags. Ja, kann ich dann hier, okay. So, jetzt fragt er mich die Laufzeit. So, wann soll ich starten? 6 Uhr morgens. Okay. Ja, wie lange soll die Heizung laufen? Dann sage ich ihm, was weiß ich hier, so, gehe ich hier hoch, so, komm mal hier, bitte eine Stunde, okay, und jetzt läuft die Heizung. Ne? Die App ist relativ einfach gestaltet, also hat man recht gut gemacht, aber die ist nicht gerade billig. Also muss ich wirklich sagen, das ist ungefähr so, die ist noch teurer wie die von der Alde. So sieht es aus, ja, 2,2 kW,
Und die Dieselheizung, die ist sehr, sehr beliebt draußen. Ich sehe sehr viele Fahrzeuge, die bei uns in der Werkstatt kommen, die eine Dieselheizung schon ab Werk bestellt haben von Truma, wobei Truma kauft die ja zu, weil Truma baut ja keine Dieselheizung. Ich weiß nicht, die arbeiten, glaube ich, auch mit Ebersbecher. Ist auch egal, wo die herkommt. Auf jeden Fall steht dann Truma alles drauf und ist auch alles gut. Und ich spreche auch mal, die Kunden sagen, fahren viel Norwegen und so, dann geht an so eine Zusatzheizung kein Weg dran verbaut. Wir machen so in der Saison, habe ich ja schon mal gesagt, weit, weit über 200 Anlagen. Hey, wir haben schon einen ganzen Stapel weg. Man hört jetzt im Hintergrund, die Heizung läuft, gehen wir gleich mal hin, weil ich habe da die ganz neue Ebersbecher getestet. Ich will wissen, ob die App vernünftig läuft und ob das stabil ist. Ich nehme nichts und baue das im Auto ein und der Kunde hat Scheiße. Das mache ich nicht, das machen andere. Ich habe die Heizung jetzt seit einer Woche im Test und da ist eine Sache an der App, die für meine Begriffe nicht so okay ist. Da habe ich mich mit der Firma Ebersbecher kurz geschlossen. Ja, viele sagen, das ist alles so richtig, aber ich möchte, dass das hundertprozentig läuft. Ja? Die Kunden, die hier hinkommen, kommen aus ganz Europa. Der Kunde fährt mit meiner Standheizung jetzt vorne, sitzt er, der fährt nach Österreich. Der kann doch nicht in Österreich stehen und sagen, die Heizung läuft nicht oder läuft nicht richtig. Und wenn wir eine Heizung einbauen, bleibt der Kunde immer eine Nacht, das machen wir alles über den E-Mail-Verkehr, eine Nacht bei uns. Im Schnitt gehen die Autos abends um 5 Uhr raus. Ja, bauen die auch viel im Sommer ein. Und dann wird die erst eine Nacht getestet, ob die Heizung absolut störungsfrei durchläuft. Es kann mal vorkommen, dass ein Schlauch oder irgendwas nicht hundertprozentig liegt. Dann geht sie früh durch den Höhenkit in die Abschaltung. Und darum testen wir das genau. Komm, wir gehen mal auf meinen super Prüfstand. Drüben in der neuen Halle habe ich jetzt zwei große neue Tische gekauft. Da werde ich mir einen richtig schönen Prüfstand für die Heizung machen, dass ich da immer testen kann. Guck mal hier, was ich jetzt hier aufgebaut habe. Jetzt hört man auch die Pumpe, aber das ist jetzt nichts gedämmt, ist kein Gummi dran. Hier ist kein Schalldämpfer dran, einfach nur das Rohr. Wenn ich da jetzt einen Schalldämpfer dran mache, hörst du relativ wenig. Ach, guck mal, wie heißt das? Halt mal deine Hand da drauf. Kannst nicht mit der Kamera messen, das geht leider nicht. Ne? So, wir haben jetzt hier das Klein, das ist eigentlich das beliebteste. Ne? Das ist das, so 16 Grad in der Halle, 21 habe ich vorgegeben. 27 Minuten läuft sie noch. Ne? Da kam ich auch erst mit durcheinander. Ne? Ich denke, wieso haben wir jetzt drei Fühler? 16 haben wir hier. So, 22 möchte ich. Jetzt kommt wieder eine Zahl danach. Pass auf gleich. So, was ist die 26? Ja, 26 heißt, sie läuft jetzt noch 26 Minuten. So, jetzt können wir mal gucken, ob das auch stimmt. Minuten läuft jetzt die Heizung noch. Ne? So sieht es halt aus. Ne? Hier ist das Modul. Ne? Hier ist das komplette Modul. Das wird geliefert. Da ist diese Handykarte alles drin. Das wird alles von Ebersbecher so geliefert. Und das kostet, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, 29 Euro im Jahr für, ob du dir jetzt eine Handykarte kaufst oder nicht. Ich finde das auch neuerdings schön, auch mit unseren Alarmsystemen, diese Autoscope. Weil früher musstest du Kunden anrufen, bringt eine Prepaid-Karte mit und die ist jeden Monat leer und dann musst du die wieder aufladen, dann vergisst du das ein Jahr, dann ist die Karte verfallen, alles Schrott. Und jetzt ist das so, dass die Hersteller und ihre Geräte die Karten drin haben. Ja, was kostet ein Autoscope? Auch 25 Euro im Jahr, ne? 25 oder 28 Euro. Ist auch egal. So, das ist alles schon fertig von denen. Das läuft auch über den Server von Ebersbecher. Man muss zu der Heizung kein Display haben. Braucht man eigentlich nicht. Kann man weglassen. Du hast hier noch einen Taster. Der wird mit in die Möbel gebaut. Das ist die Sofortstart-Taste. Dann läuft die Heizung 30 Minuten. Wenn mal Telefon, was weiß ich, Akku leer oder irgendwas, willst die Heizung aber starten, dann drückst du auf den Taster. Geht auch. Also muss man nicht zwangsläufig ein zweites Display haben. Kann man auch weglassen.
Siehst du hier, ich bin das jetzt schon die ganze Woche am Testen. Läuft alles gut. Aber ich bin da Perfektionist. Das muss alles 100, was die Ansaugluft. Das hörst du auch, die Pumpe läuft jetzt ganz, ganz schnell, weil ich jetzt fordere. Ich kann jetzt hier hingehen, machen die Heizung jetzt mal auf. Das würde man ja jetzt auch an meinem Geräusch hören. Ausschalten. Ausschaltsignal erfolgreich abgeschickt. Jetzt hör mal. Jetzt geht sie aus. Aus. Alles vom Handy. Ja, so sieht's aus. Dann gibt es die gleiche Heizung, genau die gleiche. Genau die gleiche nicht. Die ist dann ein ganzes Stück größer. Die haben wir gerade zweimal hintereinander im Morello eingebaut. Nein, einen im Morello und einen im Concorde. Da nehmen wir auf die 4 kW. Die 4 kW ist natürlich sehr, sehr aufwendig, weil an der Seite die Schläuche gelegt werden müssen. Und ja, viele Kunden fragen, die schicken uns, sie wollen eine Luftheizung. Du hast ja über Gas sowieso mit deiner Alde die Wasserheizung. Das ist ja nicht das Problem. Aber der Stromverbrauch ist wesentlich höher, weil du musst bedenken, wenn du die Wasserheizung anmachst, dazu musst du die Alde einschalten. Die Pumpe läuft auch mit. Dann bist du so bei 5,5 Ampere. Ja, das habe ich mir im Auto schon angeguckt. Ne? Das braucht die lange nicht. Ne? Und gut, muss der Kunde sagen, was er haben will. Wie gesagt, und die ist sofort da. Die schaltest du ein, 5 Minuten, kommt schon heiße Luft. Da ist die richtig flott. So sieht dann mal aus, Thema Dieselheizung. Also da machen wir richtig viel. Und da sage ich immer, Kinders, nicht immer so kurz anrufen. Wir haben schon 2 Kunden abgesagt, da muss man wirklich sich früh drum kümmern, dass man so eine Anlage von uns kriegt. So sieht das hier heute mal wieder aus. Wir haben jetzt noch diese Woche noch, ja, und nächste Woche. Und dann ist der Betrieb 2 Wochen zu. Weil, wenn man mal überlegt, wie ist das alles passiert mit dem Umbau? So ein Impuls, komm, wir streichen den Boden, wir machen alles sauber und wir machen das. Das ist ganz einfach durch diese Corona-Geschichte entstanden. Und heute sind wir weit, weit, weit über 1 Million Euro, die wir hier reingepackt haben. Und wir sind noch nicht fertig. Tische, neue Werkbänke, neue Werkzeuge, alles neu. Neue Böden vorne, neue Glasscheiben, Klimaanlagen. Alle Büros werden klimatisiert. Ja? Hinten wird alles klimatisiert. Pff, da haben die Leute gesagt, hör mal, ihr braucht aber so lange für eure Halle. Ja, Kinos, ich habe da nicht irgendwie einen Pappkarton hingestellt. Ob da der Wärmedämmung war, die ganzen Vorgaben haben wir gegeben. Welche Fenster, das muss genau so. Dann kommt draußen eine teure, wie heißt das hier, für die Toilette zur Entleerung. 10.000 Euro so ein Scheißding. Stromsäulen, neue Kabel in der Erde, damit die Leute, wenn sie im Winter kommen, von mir aus ihre Halle auf Strom machen müssen, müssen sie nur einen Euro reinschmeißen. Denn da bezahle ich nicht auch noch. Und das wird ja hochprofessionell Vorzeigebetrieb in Deutschland, was wir hier bauen. So sieht das aus.